Und hoffen wir, dass jetzt nicht allzu kleine Gegner kommen. Doch, natürlich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ratchet & Clank, Tools of Destruction. Und wir waren auf dem Planeten Yasindu, wo wir das letzte Mal ziemlich auf die Rübe gekriegt haben. Und um das beim nächsten Mal zu verhindern, wir haben nämlich noch in der Kampfarena ganz viele Kämpfe noch offen gehabt. Und den werden wir uns jetzt erst einmal widmen und unser Arsenal etwas aufstocken. So, ein bisschen mehr Munition brauchen wir, haben wir gesehen. Und mehr Feuerkraft. So, imperiales Kampffestival. Da müssen wir jetzt hin. So, und ich merke gerade, mein Hals kribbelt schon wieder. So, Entschuldigung. So, jetzt wollen wir mal gucken. So, da kommt unsere Aphelion. So, jetzt müssen wir unser Taxi nehmen zur Kampfarena. Zur Arena, bitte. So, und dann denke ich mal, in diesem Part werden wir dann mal ein paar Sachen hier machen. Ein bisschen Munition, hier Waffen aufleveln und so weiter und so fort. Ich hoffe mal, dass das was bringt. Wir haben doch ganz schön einstecken müssen im letzten Part. Da habe ich sicherlich, ich habe das jetzt noch nicht geschnitten, jetzt aktuell. Da habe ich bestimmt eine Menge rausgeschnitten. Weil die Aufnahme, die ging glatt mal 50 Minuten für ein Part. Und wirklich weit gekommen sind wir ja trotzdem nicht. Also wir müssen die noch etwas, unsere Waffen weiterentwickeln. Was wir auch jetzt mal machen werden, denke ich mal. Wir gehen mal hier rein, wir kaufen unsere Munition nach. Und dann haben wir vielleicht, wir haben den Sturmwerfer. Sollen wir den Sturmwerfer kaufen? Das ist jetzt die Frage. Den Sturmwerfer. Ja, ich kaufe den tatsächlich mal. Ich kaufe den tatsächlich mal, obwohl... Bringt er uns denn nachher was? Das ist ja die große Frage. Ob der uns was bringt. Ich mache erstmal die Waffe ein bisschen weiterentwickeln, die ich sowieso weiterentwickeln wollte. Und zwar hier der Vermittler. So, wir sehen schon, extrem teuer. Ich habe mir das eben offscreen schon mal ein bisschen angeguckt hier. Auch wie viele Missionen es hier in der Arena gibt. Nicht, dass ich dann nachher hier noch nicht mal ein Part damit voll kriege, aber kriege ich locker ein Part mit voll. So, mehr Munition ist immer sehr gut. Und größere Bereich. Aber ich mache erstmal mehr Munition. Dann haben wir hier noch größeren Schaden. Das ist auch sehr gut. Das nehmen wir auch gleich mit und dann war es das auch schon wieder. Wir können bei den Nanoschwärmern werde ich jetzt auch auf Schaden erstmal gehen oder auf Munition, aber wir haben leider ja nur noch 295. Das heißt, es reicht nicht wirklich. Das ist der Splittermeuchler. Ja. Nein, das lasse ich jetzt so. Wir gehen jetzt erstmal in die Arena und gucken uns mal an, was für Kämpfchen wir hier nochmal machen können. Wir können machen feuriger Kragmit. Ich denke mal, das machen wir auch als erstes. Feuriger Kragmit. Besiege Horden von Gladiatoren, ohne dass du den feurigen Blick des Imperators zu spüren bekommst. Das machen wir jetzt. So, und ich werde auch gleich mal den hier auswählen, weil... Wow, ich habe einen Schuss mehr. Ist er super. Weil ich hoffe jetzt, dass jetzt große Gegner kommen. Dann kann ich die nämlich auch ein bisschen weiterentwickeln. Weil... Darauf will ich jetzt so ein bisschen hinaus, dass ich besonders, so ein Schied, besonders, hallo, Kamera, dass ich jetzt besonders diese Waffe jetzt erstmal weiterentwickeln werde.
Ich muss ein bisschen hier auf das Feuer aufpassen. Nein, nicht vorbeischießen, bitte. So. Das ist natürlich schon die Kämpfe für die etwas fortgeschritteneren. Jetzt brauche ich wieder Munition. So, so, so. So, dann hole ich hier nochmal ein paar Raketen wieder zu. Zack. Bist du auch weg. Aber ich sehe schon, es entwickelt sich sehr, sehr langsam. Also, dass sich das Ding weiterentwickelt. Ich glaube, da können wir lange warten drauf. Aber ich versuche das einfach mal so gut wie möglich hinzubekommen hier. So, ein bisschen. Wow, hallo. Die sind immer ganz gemein. Die sind nämlich ziemlich stark. Diese scheiß Viecher da. Diese Elektro-Viecher sind ganz schön stark. Komm, schmeiße ich da mal einen hin. Wow, jetzt muss ich dann doch vielleicht mal ein bisschen aufräumen. So, und ich muss ein bisschen auf meine Kraft tatsächlich achten. Das heißt, ich schmeiße das einfach mal ins Nichts. Na super. So, was könnte ich denn noch aufleveln? Was ich noch aufleveln könnte, wäre tatsächlich die. Die kann ich auch tatsächlich bald aufleveln. Ich weiß jetzt gar nicht. Zack. Ich weiß jetzt gar nicht. Bam. Bam. Ich habe leider keine Munition mehr. Das ist etwas hinderlich jetzt. So, ich muss jetzt natürlich extrem darauf spielen, dass ich meine Sachen auflevel. So, die haben natürlich... Das muss ich extrem aufpassen hier. Weil ich habe nicht mehr so viel Energie. Dann nehme ich einfach mal den jetzt hier. Weil jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Jetzt muss ich ein bisschen Gas geben. Und jetzt kann ich nicht mehr hier auf so groß auf Attacke spielen. Ich kann den ja gerne nochmal nehmen. Ich muss nur extrem aufpassen. Ich habe keine Munition mehr. Ich hole einmal den Mr. Zorkon raus. Ich habe wieder ein Vermittler habe ich wieder. So, jetzt ist der weg. Ich schmeiße nochmal so einen hier hin. Es wäre nicht schlecht, wenn ich mal ein bisschen was aufleveln würde, tatsächlich. Das ist aber auch schon die letzte Runde. Also es sollte theoretisch... Ich kann mal meinen Groovitron rausholen. Und dann... muss ich mal gucken. Schockzerstörer könnte ich mal... Weil, da gibt es nämlich gleich noch... Oh, okay, Herausforderung abgeschlossen. Vergessen wir das mit dem Schockzerstörer. So, jetzt gibt es die Blitzrunde. Besiege alle Feinde nur mit deinem treuen Schockzerstörer. Super, dass wir die auch so super schon aufgelevelt haben. Die ist nämlich immer noch auf Level 1. Das wird natürlich sehr interessant zu erleben. So. So, aua. Toll, schon zweimal getroffen. So, komm. So, jetzt sind wir mit dem Schockzerstörer auf Level 2. Das ging ja jetzt doch relativ fix. Das könnte jetzt auch... Wenn ich mich nicht so blöd anstellen würde... So, dann könnte ich das auch schaffen. Jetzt kriege ich natürlich irgendwie keine Munition doch jetzt. Okay, der ist weg. Ich weiß gar nicht, drei Runden soll ich durchhalten. Ja, das wird hart. So, die sind weg. Ja, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen tatsächlich. So, ich will mich ein bisschen von hinten anschleichen an die. So dass sie das vielleicht gar nicht so mitbekommen. Gar nicht so raffen, was ich hier mache. Hier nochmal. Zack. Oh, scheiße. Ich könnte einen größeren Bereich bei der Waffe gebrauchen. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich muss jetzt aufpassen. Ich darf nicht zu dicht an den ran, aber ich muss schon ziemlich dicht ran, damit ich die treffe. So. Zack. So, die sind beide sind auch jetzt weg. Na komm, na komm, na komm. Zack. Zack. Sehr schön. Ihr auch nochmal. Nochmal. So, ihr seid auch wieder weg. Zack. Genau. Und das war schon. Wunderbar. Das lief ja sogar relativ gut. Und ich denke mir, dann machen wir gleich weiter hier. Disco-Dresche.
bekämpfe diese Gladiatoren ohne Rhythmusgefühl, nur mit Hilfe des Omnischlüssels. So. Das wäre natürlich jetzt richtig gut. Ich weiß auch nicht genau, wie ich das mache. Aber wahrscheinlich. Jetzt habe ich nämlich Zeit. Jetzt ist die Disco-Kugel nämlich an. Na, komm, mach ihn kaputt. Weil, wenn die nämlich weggehen, dann greifen die mich wieder, an. Deswegen muss ich jetzt so viele wie möglich jetzt schon platt machen. Und jetzt muss ich nämlich aufpassen, dass sie mich nicht, platt machen. Ich muss dann immer warten. Bestenfalls warte ich dann immer, bis die Disco-Kugeln wieder kommen. Und ich dann wieder ein bisschen Zeit bekomme. Ja, komm, jetzt könnten die langsamer wieder kommen, die Disco-Kugeln. Die Groovy-Trons. Uah, Hilfe. So, aber ich bin schon in Runde 2 von 4. Ist schon mal nicht schlecht. Pro Runde müsste die Disco-Kugel eigentlich einmal kommen, genau. Und jetzt muss ich zusehen, dass ich die jetzt alle wegbekomme. So, komm, 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 schneller. Zack, zack. Zack. So, dich auch noch. Zack. So, jetzt muss ich wieder ein bisschen aufpassen. Oha. Ich muss natürlich auch an ihn rankommen. Das ist manchmal nicht so ganz so einfach. So, sehr schön. Nächste Runde. Ist jetzt Runde 3, müsste das sein. So, sehr schön. Es ist sie an. Oh, gleich mehrere gleichzeitig. Das ist natürlich das Beste, was man machen kann. So, jetzt schnell darüber. Den auch noch schnell platt machen. Weil im besten Fall kann man alle platt machen. Auf einmal, wenn die Disco-Kugeln laufen. Aber das ist schwer. Man kriegt schon sehr viel hin. Aber alles wird eng. Aua, jetzt wurde ich das erste Mal getroffen. Aua, jetzt das zweite Mal. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Jetzt muss ich wieder Gas geben hier. Alle so schnell wie möglich wegzuhauen. Ja, dieser Schlag von oben, der hat mehr Kraft. Deswegen mache ich den immer. Weil ich glaube ganz einfach, wenn ich ganz einfach nur so schlage, ist es nicht so stark. Dann kann ich die nicht am ersten Mal töten. So, jetzt habe ich das geschafft. So. Kannst du Krusto in weniger als eine Minute erledigen? Ja, das werden wir jetzt sehen, ob wir das können. Ah, das ist der Große. Dann nehmen wir doch ganz einfach mal weniger als eine Minute. Ich würde ganz einfach mal sagen, den würde ich ganz gerne weiterentwickeln. Ich versuche den einfach mal. Ich weiß, der ist relativ stark. Ja, der ist tatsächlich relativ stark. Wir haben neues Nanotech-Level bekommen. Zack. So, jetzt habe ich leider keine Munition mehr. Das ist höchst bedauerlich. Und das war's, glaube ich. Jupp. Haben wir geschafft. Wunderbar. So, Pfoten weg. Besiege die Gladiatoren, ohne selbst Schaden zu nehmen. Das wird relativ schwierig. Wir machen erstmal was anderes. Erledige die Gladiatoren, während deine Waffe willkürlich wechselt. Das machen wir mal. Machen wir mal die Wechselrunde. So. Ah. Achso, ja. Ich kann das ja gar nicht, selber gar nicht aussuchen. Das wäre natürlich gut, wenn die Waffe jetzt noch ein bisschen weiterentwickeln würde. So, jetzt haben wir den hier. Das ist natürlich super zum Weiterentwickeln. Ah, jetzt habe ich hier die Schockzerstörer. So, komm. Ah, jetzt habe ich hier einen Vermittler. Jetzt habe ich den schweren Brenner hier, oder wie er jetzt auch heißt. Ich weiß das jetzt im Moment gar nicht so genau. So. Wow. Hallo. So. Ah, jetzt habe ich die Blitzpistole sozusagen.
Hier ist natürlich von Vorteil, wenn man alle relativ gut schon aufgelevelt hat, alle Waffen. Ah, jetzt habe ich hier die. Ah, jetzt habe ich die. Okay. Ey, ich habe auch anvisiert. Achso, jetzt habe ich die wieder. Ach, nett. Das ist manchmal, wenn man das nicht checkt, welche man dann gerade hat. Aua, jetzt bin ich gleich tot. Jetzt muss ich ein bisschen... Jetzt muss ich wirklich gleich mal ein bisschen gucken, weil ich kann nichts auswählen im Moment. Ich weiß gar nicht, was ich habe. Ich habe die immer noch. Ja, sehr gut. Oha, noch eine Runde. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, tatsächlich. Jetzt habe ich aber, Gott sei Dank... Oh, ich habe noch 4 Nanotech. Jetzt muss ich ein bisschen zusehen, dass ich... Oh, haben wir es ja gerade noch geschafft. 4 Nanotech-Punkte hatte ich noch. Im Dutzend billiger. Überlebe den Daueransturm der Bombenbots. Okay. Und Antastbar ist auch wieder, darf man nicht getroffen werden. Aber ich mache erstmal im Dutzend billiger. So, jetzt darf ich auch wieder alles nehmen. Das ist sehr schön. Ich nehme den Vermittler. Und hoffe mal, dass jetzt nicht allzu kleine Gegner kommen. Doch, natürlich. Dann nehme ich den hier mal. Und... Joa. Wir haben mich sogar schon getroffen, die Fieslinge. Ich überlege gerade. Ich werde die auch mal nehmen. So, jetzt werde ich mal gucken. Na? Zack. Ja, okay, das bringt mich jetzt beim Entwickeln jetzt nicht wirklich weiter. Splittermeuchler. Kann ich ruhig mal probieren. Ich kann natürlich auch hier ihn hier erstmal weiter aufleveln. Dann schmeiße ich hier gleich nochmal einen hin. Komm, so. Mit ein bisschen Chance kann ich den ein bisschen aufleveln. So, ich bleibe jetzt hier einfach mal stehen. Ich lasse ihn jetzt einfach erstmal machen. Und warte jetzt einfach erstmal ab. Komm, jetzt werfe ich hier nochmal einen hin. So, jetzt darf ich mich nur nicht treffen lassen. Aua. Das ist dann doch relativ unnötig, wenn man sich dann treffen lässt. So, das Gute ist, ich kann auch mehrere gleichzeitig werfen. So, dann habe ich jetzt aber gleich keine Munition mehr. So. Na, habt ihr es gleich? Ja, okay. Jetzt habe ich gleich keine mehr. Ja, ich muss allgemein mal gucken. Die sind noch auf 4. Die könnte ich auch nochmal aufleveln. Weil, ja, okay, noch habe ich hier ja genug von denen hier. Jetzt habe ich davon keine mehr. Jetzt muss ich gucken, wie ich hier durchkomme. Aber es sollte machbar sein. Wir sind ja schon in Runde 5 und das war's. Schön. So, Pfoten weg. Doppelangriff. Genau, jetzt kommen die beiden Endgegner zusammen. Das machen wir jetzt auch schnell nochmal. Ich nehme mal meinen Vermittler. Und das ist auch kein Thema, das Ganze. Wir müssen allerdings warten, bis er hier ist. So. Zack, 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 zack. So. Ich glaube auch, ich habe ein paar... verschossen. Die hätte ich, glaube ich, gar nicht machen müssen. So, jetzt suche ich eigentlich so ein bisschen Munition für meine Waffe. Moment. Ah, hier ist noch ein bisschen was. So. Jetzt nehme ich dann doch mal die nochmal. Aua. So, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Schaden die jetzt ihm machen. Ich würde den ganz einfach jetzt auch nochmal... benutzen. Der ist halt doch relativ stark. Zack. So, jetzt kommt der andere nämlich erstmal wieder. Muss ich mal gucken, ob ich noch ein bisschen Munition finde irgendwie für den. Zack. Zack. Ja, okay. Jetzt verschwindet er wieder. Ist halt ein bisschen blöde gelaufen jetzt. Jetzt habe ich nämlich keine Munition mehr für den. Ich möchte ja irgendwas spielen, was ich weiterentwickeln muss. Dann schmeiße ich den dann nochmal hin. Mal gucken. Ich kann auch ein bisschen auf Zeit spielen, das ist ja kein Problem. So schwer sind die ja nicht.
So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier wegkomme. So. Ich kann auch noch einen hinwerfen. So, ich weiß gar nicht, ob ich den anderen jetzt schon geschafft hatte. Wow. Und komme mir mal nicht zu nahe hier. Das finde ich nämlich nicht so geil. Schade, jetzt haben wir da natürlich nichts mehr. Das ist natürlich jetzt nicht gerade schön. So, was haben wir denn hier jetzt noch? Wir haben Groovitron, brauche ich jetzt nicht. Ah, die habe ich immer noch auf Level 1. Ja, mein Gott, ich mache die jetzt mal. Mal gucken, ob ich die noch ein bisschen aufgelevelt bekomme. Ob die überhaupt hier was ausrichten können. Eher nicht. Okay. Ich nehme mal die. Die habe ich auch noch nicht auf Level 5. Ja, okay. Muss ich natürlich erstmal gucken. Zack. So ein Cheat. Ich habe nichts mehr. So. Komm, Schockzerstörer. Nein, Schockzerstörer wird überhaupt nichts. Wir nehmen einfach mal. Ich will was aufleveln. Ich will jetzt nichts irgendwie nehmen, was mir jetzt überhaupt nichts bringen würde. Aua. Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, es geht da jetzt schon wieder gut los. Ich habe jetzt schon wieder nichts mehr, was ich dem. Ja, ich muss das jetzt so machen. So, ach so, er war doch noch nicht ganz fertig. Okay, dann machen wir ihn jetzt fertig. Würde ich mal sagen. Ja, da haben wir auch nichts mehr. Da haben wir fünf. Ja, das kann ich vergessen. Ich nehme den. Damit geht das ja halt doch recht schnell, würde ich behaupten. Und das war's. Sehr schön. So. Hast du mal Feuerschnauzbart? Giftiges Gas strömt in die Arena. Überlebe um jeden Preis. Ja, okay, dann müssen wir eigentlich einfach nur schnell sein. Aber ich denke mal, das machen wir vielleicht beim nächsten Mal, wenn es dann wieder weitergeht, bei Ratchet & Clank. Ratchet & Clank, Tools of Destruction. Bis zum nächsten Part, Leute.